Willkommen zu einer neuen Vorstellung Navorion mit mir, dem mächtigen Brancor. Heute geht's um was Großes und zwar nicht um Schiffe, sondern um Stationen. Also bleibt dran, es wird spannend. In Navorion habe ich bereits einige Bergbaufabriken und Raumstationen gebaut und die Auswahl an verschiedenen Stationen ist in diesem Spiel gewaltig. Da habe ich mal eine Version kreiert, die man als Schiffe oder Reparaturdock nutzen kann. Natürlich war mir auch wichtig, dass die Werft auch gewaltig sein muss, dass da eben halt wirklich auch ein 15-Slot-Schiff reinpassen kann, wie meine Avatar oder andere Vergleiche. Um euch zu zeigen, wie groß diese Station ist, bin ich jetzt mal in die Drohne eingestiegen. Und hier sieht man schon eines der Hangarbuchten von den sechs, die diese Station besitzt, um eben Güter-Shuttles oder auch andere Funktionsjäger, die man eben halt benötigt, oder Abfangjäger eben halt aufzupacken. Die Station selber wird sowohl über Energiegeneratoren als auch Solarpanels versorgt, wobei die Solarpanels hier nur einfach der Zierde angebracht sind. Die Station selber hat eine Länge von über 3 Kilometern, zumindest das, was ich eben halt über die Navigationspunkte abmessen konnte, weil es hier in dem Spiel keine richtige Maßeinheit, sag ich mal, gibt. Aber wie man sehen kann, kann man mit der Drohne auch hier schöne kleine Rennen führen, wenn man eben halt in der Lage ist, eben halt vernünftig zu fliegen. Aber gut, genug von den Ablenkungen. Die Besonderheit ist einfach nur, um die Größe der Station hinzubekommen, habe ich eben halt sehr luftig gebaut, dass eben halt viele Blöcke eben halt mit einem Abstand zueinander stehen, was der Station auch ein bisschen mehr Abwechslung gibt und vom Aussehen her. Hier hinten am Schluss kann ich mal sagen, da befindet sich so gesehen die Kommandozentrale der Werft. Ist einfach auch ein simpler Block halt, der eben halt alles beherbergt. Und auf der Innenseite sieht man eben halt die Quartierblöcke, damit eben halt das Personal auch aus dem Fenster schauen kann, um sich eben halt die aktuellen Schiffe, die angedockt sind, zu präsentieren. Also von außen, sag ich mal, gibt es weniger Quartierblöcke, damit eben halt der Schaden minimalisiert ist, wenn er mal Piraten von irgendwelchen Seiten angreifen. An den halbrunden Pylonen, die dem ganzen Schiff einen gewissen Innenraum verschaffen, habe ich natürlich halt die wichtigsten Objekte alle angebracht. Farbig markiert, gelb und schwarz sind eben halt die Spitzen, um eben halt zu zeigen, hier endet eben halt die Station. Auch ein paar Leuchtblöcke und Lampen sind wieder angebracht werden, um der ganzen Station etwas mehr Detail zu geben. Hier befinden sich weitere Quartierblöcke, wobei ich muss sagen, davon, obwohl die Station so riesengroß ist, habe ich eigentlich recht wenige gebaut und auch sehr kleine. Also insgesamt könnte hier ein Personal von um die 800 Mann Platz finden. Ist eigentlich ziemlich wenig für die Größe, wenn man vergleicht. Auch wieder ein kleines Detail, was ich gemacht habe, ist halt die Andockschleusen als Blöcke ziemlich groß skaliert an der Innenseite anzubringen, um einfach darzustellen, dass da eben halt die Station andocken oder beziehungsweise Material rausgebracht wird, wenn eine Station gebaut wird. Ist aber alles jetzt mehr eine optische Theorie, die ich reinbringe, die spielerisch nicht umgesetzt wird, aber es ist halt einfach nur, dass es überzeugen soll, dass hier etwas Großes drin befindet. Insgesamt hat jede Ring davon 3 große Andockschleusen, also man sieht auch, dass die Station eben halt gut arbeitet. Hier sehen wir gerade auch die neuen Features von der Beta, und zwar Raumstationen drücken Schiffe oder auch andere Objekte, die die Andockschleusen verstecken, weg. In dem Fall wird die Avatar jetzt hier von der Station mit dem Traktorstahl einfach hinausgebeamt, um Platz zu schaffen für die nächsten Schiffe. Und dann zeige ich euch mal direkt, wo die richtigen Andockschleusen sind, um eben an die Station anzudocken. Und zwar befinden sich hier an den äußeren Enden der Station jeweils. Ein simpler kleiner Korridor, dass man mit dem Schiff direkt ohne große Probleme andocken kann, um eben halt Personal aufzuladen oder eben halt Fracht hin und her zu transferieren. Die obere Seite hatte hier noch einen Quartierblock, das eben halt einfach nur die Kommandozentrale symbolisiert. Und das ist eigentlich auch schon das ganze Detail, was ich eben halt reingebaut habe. Wenn man jetzt mit der Avatar vergleicht, die jetzt hier gerade aus dem Dock rausgeschoben ist, die beherbergt um die 2.000 bis 3.000 Mann Personal, um eben halt das Schiff funktionsfähig zu halten. Die Station hingegen, die braucht gerade mal um die 200 bis 300 Mann. Und ich zeige euch mal das Geheimnis, wie ich das hingekriegt habe, eine Großstation zu bauen, die auch mit sehr wenig Personal bedient werden kann. Prinzipiell könnt ihr auch wirklich weitere große Schiffe reinpacken, also wenn ihr mal eine kleine Flotte habt zum Reinstellen. So eine Schiffswerft ist dann ideal als Parkplatz auch zu missbrauchen.
Das Design der Station beinhaltet insgesamt 7800 Blöcke, so beim Daumen gepeilt. Die Besonderheit ist natürlich jetzt hierbei auch, dass ich viele der Details, die ich rangebaut habe, nicht eben halt proportional zu irgendetwas genau geeicht habe. Also man kann in dem Sinne die Station nochmal vergrößern oder verkleinern, je nachdem wie man sie gerade benötigt. Aber kommen wir mal zu den Details, was diese Station so besonders macht. Wie ich schon erwähnte, diese Station ist gewaltig. Man kann sie vergleichen mit meiner Metropolis-Station. Die benötigt ja schon um die 800 Mann Personal, einfach nur um eben halt alle Funktionen des Schiffes bzw. der Station aufrechtzuerhalten. Und wie man sehen kann, diese Station selber, die besitzt schon über 3,3 Millionen Hüllenpunkte. Im Vergleich zur Metropolis, die besitzt gerade mal um die 800.000. Aber hier habe ich einfach einen Trick benutzt. Ich habe sehr viele Steinplatten innen verbaut. Das heißt praktisch, wir haben hier ein komplettes Skelett aus Stein, das ich euch gleich später zeigen werde, was ich eben halt dann mit Panzerung umhüllt habe. So kann ich praktisch eben halt in dem Fall die Station jetzt mit 280 Mann besetzen. Und wisst ihr was, das kann ich sogar noch ein bisschen verringern, indem ich jetzt hier und da noch ein paar Leute rausschmeiße. So, hier kann man welche raus. Wir brauchen 30 Ingenieure, wir haben insgesamt 16. Wenn die anderen auch noch auf Level 3 hochgepusht, kann ich da auch noch mal ein, zwei rausschmeißen. Und hier gehen schon wieder viele Mechaniker raus, die man eben halt dann auf andere Schiffe, die man noch bauen will, setzen kann. Aber 250, ja, das ist schon mal auch eine gute Hausnummer. So. Die Station selber, sie kann insgesamt 13 Module anschließen. Ist also ein bisschen weniger als das, was die Metropolis kann, aber das ist immer noch eine ziemlich gute Anzahl, also ein System, die man noch verbauen kann. Ich habe jetzt für die Station selber keine Waffensockel geplant, weil ich, sag ich mal, bis jetzt nicht so die Sinn gefunden habe, dass man jede Station eben halt mit Waffentürmen ausstatten müsste halt. Aber das ist immer selbst entschlossen. Glatte Flächen gibt es auf der Station genug, um eben halt Panzerung aufzubauen oder eben halt weitere Schiffe hinzusitzen. Aber schauen wir uns eben halt an, was es hier so für Details gibt. Erst einmal die Höhle selber. Die ist recht simpel aufgebaut und wie man auf den ersten Blick sieht, auch komplett eben halt das, was man eben an der Station erkennen kann. Erstmal soweit nichts Besonderes. Wenn wir natürlich jetzt mal auf andere Details reingehen, wie beispielsweise der Frachtraum, da erkennt man beispielsweise, obwohl ich hier 22.000 Lagerraum habe, genauso viel wie meine kleine Station, ist er doch ziemlich minimalistisch auf der Station verteilt. Gehen wir mal ein bisschen weiter, die Quartiere. Auch hier wiederum. Man sieht hier und da eben halt kleine Flächen, die auf der Panzerung der Hülle draufgeklatscht worden sind. Einfach nur, damit ich die Fensterdetails eben halt auf der Station sehen kann. Und jetzt kommen wir natürlich halt zu dem großen Geheimnis. Achso, ja, noch einmal die Flughangars. Auch sehr klein gehalten. Man kann sie also vergrößern, wenn man eben halt mehr Flugassistenten eben halt benötigt will. Aber ich wollte eigentlich jetzt zu dem Stein kommen. Da ist er. Wie ihr sehen könnt, ich habe die komplette Station, bevor ich angefangen habe, irgendwas daran zu bauen, erst einmal aus Steinblöcken wirklich alles zusammengesetzt. Ich habe den Stein deswegen gewählt, damit eben halt die Station auch wirklich genug Masse hat. Also insgesamt sind wir bei 15,23 Millionen Tonnen. Und dadurch kann man praktisch auch mit einem großen Schiff einmal dagegen klatschen und die Gefahr zu laufen, dass die Station eben halt weggedrückt wird. Weil das war mir besonders selber wichtig, weil ich das immer furchtbar finde, gerade bei den kleinen Stationen. Man klatscht mit Zerstörer irgendwo dagegen und bomb, geht die Station erstmal so Kilometer weiter wandern. Besonders ist natürlich hierbei, die Steine kann man auch hier separieren, um eben halt dann noch weitere Items einzubauen, wenn man mal eine Produktionsanlage benötigt oder weitere Frachtraum. Einfach den Stein auswählen und auswechseln. Oh, und das ist eben halt schon das große Geheimnis meiner Station, dass ich sie groß gebaut habe, ohne dass sie großartig, sag ich mal, in die Kosten reinfällt. Im Prinzip kann man es vergleichen, es ist wie eine Mining-Station, wo eben halt der Stein in dem Metall eingebaut ist. Zum Schluss, wenn ihr natürlich jetzt geil seid, diese Station auch in euren Spielen zu bauen, die könnt ihr natürlich gerne in meinem Steam Workshop abonnieren.
Und wir kommen auch langsam zum Ende der heutigen Folge. Hat es euch gefallen? Lasst mich wissen mit einem Like oder schreibt mir eure Meinung in den Kommentarfeldern. Und für die neuen Zuschauer, wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert doch den Kanal und vergesst nicht die Glocke zu drücken, damit ihr auch weiter erfährt, wenn ich wieder weitere Raumstationsschiffe zur World of Space Engineers euch vorstelle. Also dann Leute, wir sehen uns dann in der nächsten Folge und noch viel, viel mehr weiter. Euer Brancor.